Das hier ist die Welt, die du kennst. Die Welt am Ende des 20. Jahrhunderts. Sie existiert inzwischen nur noch als Teil einer neurointeraktiven Simulation, die wir als Matrix bezeichnen. Du hast bisher in einer Traumwelt gelebt. Das ist die Welt, wie sie heute existiert. Was ist die Matrix? Kontrolle. Die Matrix ist eine Traumwelt, die geschaffen wurde, um uns unter Kontrolle zu halten. Für sie sind wir nicht viel mehr als das. Nein. Das glaube ich einfach nicht. Das kann unmöglich sein. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Wir haben eine Regel. Wir befreien niemanden über einem bestimmten Alter. Es ist gefährlich. Solchen Menschen fällt es schwer, loszulassen. Ich kenne das Phänomen und es tut mir leid. Trotzdem musste ich dich einweihen. Es ging nicht anders. Ich sagte nicht, dass es für dich leicht würde. Nur, dass es die Wahrheit ist. Mach dich von allem frei. Du musst deinen Geist befreien. Die Matrix ist ein System. Dieses System ist unser Feind. Was aber siehst du, wenn du dich innerhalb des Systems bewegst? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler. Die mentalen Projektionen der Menschen, die wir zu retten versuchen. Bis es dazu kommt, sind diese Menschen immer noch Teil des Systems. Und das macht sie zu unseren Feinden. Du musst wissen, dass die meisten von ihnen noch nicht so weit sind, abgekoppelt zu werden. Viele dieser Menschen sind so angepasst und vom System abhängig, dass sie alles dafür tun, um es zu schützen. Hörst du mir zu, Neo? Oder siehst du der Frau in dem roten Kleid nach? Ich war... Sieh sie dir an. Einfrieren. Wir sind gar nicht in der Matrix? Nein. Dies ist ein Trainingsprogramm, das dir eine Sache beibringen soll. Wenn du keiner von uns bist, bist du einer von ihnen. Wer sind die? Intelligente Programme. Sie haben die Fähigkeit, sich in jede Software einzuklinken, solange sie an ihr System angeschlossen ist. Das bedeutet, dass alle Wesen, die nicht von uns entkoppelt wurden, potenzielle Agenten sind. Innerhalb der Matrix sind sie jedermann und gleichzeitig niemand. Wir überleben, indem wir uns vor ihnen verstecken und vor ihnen fliehen. Sie sind die Beschützer der Matrix. Sie sichern alle Türen und kennen jeden Code. Ich will dir nichts vormachen. Alle, die sich bisher mit einem Agenten angelegt haben, jeder, der sich ihnen gestellt hat, ist tot. Aber wo sie versagten, wirst du siegen. Ich will deinen Geist befreien, aber ich kann dir nur die Tür zeigen. Durchgehen musst du ganz allein.